Neben mir steht der neue Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Hannover, Peter Karst. Wann werden Sie denn eingeführt? Die Amtseinführung, die offizielle Übergabe, wird der 1.3.2018 sein. Das ist das Datum, an dem Herrn Ernsting, der seit 1991 die Kammer hauptamtlich leitet, in seinen wohlverdienten Ruhestand treten wird. Was erwarten Sie von diesem Job? Welche Ziele haben Sie? Ich werde hoffentlich gemeinsam mit dem hochkompetenten Team der Handwerkskammer Hannover und dem sehr engagierten Ehrenamt, was wir heute in einer ganz tollen Vollversammlung wieder erleben durften, die erfolgreiche Arbeit der Handwerkskammer Hannover weiter fortschreiben, insbesondere das Bildungszentrum weiterentwickeln und die berufsständische Interessenvertretung so aufstellen, gemeinsam mit den Innungen, Kreishandwerkerschaften und Fachverbänden, dass wir gegenüber Landesregierung und gegenüber anderen Wirtschaftsbereichen so wahrgenommen werden, wie wir sind, nämlich als Wirtschaftsmacht von nebenan. Wirtschaftsmacht von nebenan, wie kann ich mir das vorstellen? Wenn Sie nach draußen gehen, werden Sie überall Handwerker entdecken. Sie werden in Ihrer Familie, wenn Sie suchen, Handwerker finden. Handwerk ist überall, Handwerk ist der genetische Code der Bundesrepublik Deutschland. Und insgesamt gesehen, auch in der Region Hannover, sehen Sie mit über 100.000 Beschäftigten und den Umsatzzahlen, die wir heute in der Bilanzpressekonferenz gehört haben, am Handwerk kommen Sie nicht vorbei, wenn Sie in Deutschland über Wirtschaftsstrukturen sprechen. Und deshalb, glaube ich, trifft es diese Kombination aus Wirtschaftsmacht und dem nachbarschaftlichen Charakter, den wir als Handwerk verkörpern, sehr, sehr gut. Sie sagen, Sie leben Handwerk. Haben Sie denn selbst mal im Handwerk gearbeitet? Ich habe in einem Handwerksbetrieb gearbeitet, als Jurist, nicht als Handwerker, und habe da die Geschäftsführung unterstützt bei strategischen Aufgaben, allerdings auch bei operativen Aufgaben des Tagesgeschäfts. Und dieser Betrieb war ein Automobilbetrieb, der zu 60% sich aus Service und natürlich aus 40% aus Automobilvertrieb zusammengesetzt hat. Und so habe ich Handwerk von innen sehr intensiv in den Jahren 1998 bis 2002 kennenlernen dürfen. Gut, dann bedanke ich mich für das Interview. Ganz gerne geschehen.